Hallo Freunde, willkommen hier zu einem Krankheits-Let's Play am Donnerstag bei Dead by Daylight Schlachtfest. Ich klinge wie Frank Zander und Lizzie klingt wie eine Rockröhre, wenn sie denn reden kann. Das stimmt gar nicht. Wie ihr hört. Und naja, dementsprechend werde ich heute ausnahmsweise mal den Donnerstag übernehmen und Lizzie nimmt dann den Montag und dann müssen wir wieder zurücktauschen, damit ihr nicht verwirrt seid. So, wir spielen mit Michael. Ich komme mir irgendwie vor mit dieser angekratzten und deswegen tieferen Stimme wie ein Dokumentarfilmerzähler. Dann dokumentier doch, was du tust. Wir spielen heute mit Michael in seiner natürlichen Umgebung. Und wie man Michael so kennt, macht er sich immer auf die Suche nach irgendwelchen Überlebenden, um sie heimlich zu beobachten, wie sie in einem Generator sitzen, um sie dann grausam abzustechen. Ja, Natur, Natur. Aber so ist sie. Hallo. Hallo, ich bin's. Du versteckst dich super vor mir. Du versteckst dich ganz... Das machst du toll. Also wie du dich versteckst, so versteckt sich kein zweiter. Ach, schade, er ist leer. Ausgesaugt. Ja. Dann gehe ich mal zum nächsten, ne? Hey ho! Whitey, du ruckelst. Okay, boy! Sort Whitey. Okay. Jetzt muss ich ein bisschen hinterherkommen. Damit sich das ja auch lohnt. Für uns alle. Denn ich habe ja ein besonderes Add-on für den guten Herrn Michael. Und das möchte ich euch gern zeigen. Aber Dwighty scheint da was dagegen zu haben, dass ihr coole, ja, Blickwinkel habt. Dwighty, du Arsch! Wir gucken mal, wir gucken mal. Hi, Dwight. Das sieht doch gut aus. Hey, Dwight. Dwight. Hey. Hallo. Na? Du hast ein Messer im Bauch. Hops. Tschüss. Huch. Ja, ja, ja. Hallo, du. Keine Sorge, Ash, ich hab dich gesehen. Ich kann dich zwar weder stalken, noch kann ich dich abstechen, weil das mit Dwight so viel Energie gekostet hat. Das ist halt tatsächlich die Scheiße. Ich habe Michael tatsächlich bis aufs Level 50 gebracht, weil ich das zweite Add-on haben wollte. Es gibt ja für Michael einmal das Add-on, dass er Überlebende abstechen kann, wenn er in Diabolik 3 ist. Und dann gibt es das Add-on, dass Diabolik 3 nie aufhört. Tja. Aber das zweite habe ich nie bekommen. Ich habe tausende von denen, dass ich die Leute abstechen kann. Habe ich auch viele einfach nicht genommen, weil sie sehr teuer sind. Aber, ja. Das andere habe ich nie. Kein Stück. Hallo. Der war schön. Ich hoffe, die ist noch nicht leer. Ja, das wäre ziemlich doof. Das wäre sehr ungünstig. So kurz vor Erfolg. Tja, ich glaube, das ist ziemlich doof gelaufen. Tja, wenn man teabaggt, sollte man vielleicht ein bisschen vorsichtig sein. Weg mit der Leiche. Ich
glaube, das wird eine ganz schön schnelle Runde heute. Ja, zwei sind jedenfalls schon tot. Und es gibt auch nur noch zwei Generatoren zu tun. Ja, das Problem ist, Ash, mit dem kann ich halt nichts anfangen. Das wird Ash sein. Ja, 100 pro. Phew. Gesundheit. Entschuldigung. Wie gesagt, das ist die Krankheitsfolge. Erst bin ich krank geworden, dann habe ich Lizzie angesteckt und naja. Wie das Leben so spielt, ne? Wir wollten trotzdem nicht, dass irgendwelche Folgen auffallen. Ah, da, hi Ash. Naja, Subnautica wird heute trotzdem ausfallen. Ja, ja. Das traue ich mir nicht zu. Verständlich. Ich glaube, das ist auch für jeden einsichtig. Es ist jetzt leider schon seit Montag so, dass ich, Hey. Komplett die Stimme verloren habe. Es ist jetzt schon besser geworden. Hey, Claudette. Oh, stopp sie. Nö. Ich habe sie eh verloren. Da ist sie. Claudette. Hi, du. Komm, zieh's runter. Ja, das wollte ich doch nur. Aber ich muss sagen, das finde ich tatsächlich so sehr gut gemacht, dass man einen Überlebenden braucht, um das Ding erstmal so vorab aufzuladen. Und man dann mit dem Überlebenden, den man killen will, seine Diabolik 3 einfach nochmal aufladen muss. Das heißt, man hat einen, den man so nicht abstechen kann. Finde ich gar nicht mal schlecht gemacht. Ja, schon. Weil sonst wäre es ein bisschen sehr okay. Hä? Hä? Muss ich das verstehen? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich, weil ich den Angriff nicht aufgeladen habe. Nein! Naja, eben weil ich ihn aufgeladen habe. So rum, Entschuldigung. Hi, Ash. Ashy. Das Ash Ketchum aus Alabastia. Ich versteh's nicht. Kann man damit nur zwei ermorden? Ich weiß es nicht. Ich kann ihn auch nicht aufheben. Na super. Claudette. Daddy, wo bist du? Kannst du zum Ausgang? Nö. Du bist wahrscheinlich wieder zum Typen. Ja, er ist oben. Ne, ich glaube, er hat sich selbst hochgezogen. Die kann nicht so schnell wieder zurück sein. Das glaube ich nicht. Ja, die Typen haben nur ein Problem. Sie haben eigentlich zwei Probleme. Da ist niemand drin im Tod. Das ist Problem 1. Hey, Claudette. Hallo. Und Problem Nummer 2 ist, die Ausgangstore sind sehr nah beieinander. Staubsaugt hier schon wieder jemand? Keine Ahnung, ich höre es nicht. Ja, tut es. Tja, heute an Vatertag muss auf jeden Fall gestaubsaugt werden. So steht es im Gesetzbuch. Ist ja auch alles viel zu staubig. Ja, eben. Eben. Jetzt gerannt. Hier ist es gerannt. Aber wohin ist es? Dahin. Gerannt? Da hinten ist es. Wo will es hin? Wahrscheinlich weiß es, wo die Luke ist. Und dann hofft es, dass es, dass Claudette sich gleich umbringt. Ich kann es dir nicht sagen. Oder es sucht die Luke. Alles möglich. Da ist die Luke. Guck mal, sie ist tatsächlich hier. Ash, du hast einen ganz groben Fehler begangen. Oh, ich bin doof. Du hast einen ganz groben Fehler begangen. Ich würde einfach vor seiner Nase die Luke zumachen. Nö, ich häng den auf. Oh, das wäre witzig. Nee, das wäre nicht witzig. Ich habe nämlich Angst, dass der da doch irgendwie schnell genug ist, diese Luke zuzumachen. Reinzuklettern. Oh, Luki. Und so, die machen zu. Pech gehabt. Der andere hängt noch. Nee, tot.
Nein, der andere hat noch Chance. Beide tot. Ihr hört jetzt, weshalb ich eigentlich nicht wollte, dass Lizzie diese Folge mitmacht. Entschuldigung. Okay, man kann also die Ausgangstore nicht aufmachen, wenn man die Luke geschlossen hat. Das ist gut zu wissen. Hey, ich würde sagen, das war eine super Runde mit Michael. Und wie gesagt, the guy could escape through the hedge. Jo. Und, woher soll der das wissen? Woher soll Claudette das wissen, dass der Typ bei der Luke ist? Naja, was ich euch zeigen wollte, bevor die nächste Runde losgeht. Ich habe von diesen Dingen noch 4 Stück. Also, falls ihr nochmal so eine Runde sehen wollt. Eine Todesrunde. Gerne in die Kommentare schreiben. Nur in Verbindung mit der nie enden wollenden Diabolik 3 kann ich nicht dienen, weil, ja, Level 50, kein einziges davon, auch nicht hier im Blutnetz drin. Das Schönste war, er wollte ihn ja nicht mal auf Level 50 bringen. Nein, ich dachte, ich level den so lang hoch, bis ich dieses Item habe und jetzt ist er Level 50 und ich kann einfach nichts damit anfangen, weil ich Michael nicht als Main spiele, weil ich dafür zu doof bin. Und, naja, egal. Wie gesagt, falls ihr noch so eine Todesrunden sehen wollt, einfach in die Kommentare schreiben und wir sehen uns dann gleich wieder. Yay! Und da sind wir wieder. Yay! Entschuldigung. Du musst dich echt ein bisschen zurückhalten. Nein, ich meine das ernst. Ich will nicht, dass deine Stimme noch kaputter geht. Das war gestern schon viel zu viel. Und das habe ich dir heute Morgen gesagt. So. Aber heute Morgen ging sie für... 2 Sätze. 2 Sätze. Und dann war sie wieder weg. Schreibt mal in die Kommentare, dass Lizzie bitte sich zurücknehmen soll. Damit ihre Stimme nicht kaputt geht. Warum? Vielleicht glaubst du dem Publikum, wenn du mir nicht glaubst. Nein, die lügen alle. Die sind immer alle ganz gemein zu mir. Nee, die hassen mich. Vor allem das Quietschähnchen. Nein. Sie will mich versagen sehen und das weiß sie genau und das weiß ich genau. Hallo. Tod und Verzweiflung. Das ist ein netter Versuch von dir, Fengmin, aber... Das ist noch einer. Ich weiß. Ich hab's gehört. Nette Versuche von euch. Wirklich. Die wirklich alle da bleiben. Ja, meistens klappt das. Hi, Max. Krass. Der liegt. Sie. Ja, aber krass liegt. Komm hier. Sehr schön. Der Pisse werfende Sniper hat sich wieder geheilt. Wer wirft Pisse? Das ist ja ekelhaft. Kann man Pisse werfen? Ich hab keine Ahnung. In Beutel füllen und dann rumschmeißen? Ich glaub ja. Hallo. Der war schön. Aber das Problem. Geheilt. Ja, das ist so klassisch für mich. Genau in dem Augenblick gekommen, wo du geheilt wurde. Mhm. Hier raus, da rein, da rum. Ja, wir haben nur ein Problem jetzt. Ah, die hat Borrowtime. Ja, aber nützt dir nicht viel. Wenn sie versucht, mich zu verarschen, verarsche ich sie. Auch wenn ich nicht weiß, was sie mit Verarschen zu tun hatte, gerade eben von mir, aber... Ja, das Problem, was wir hatten, ist, dass Bill halt genau dahin gelaufen ist, weil er sie noch runterziehen wollte. Da hat aufgezerrt offen und keinen Punkt gekriegt. Nee. War da nicht jemand? Nein, das war ein Bett. Ich gehe durch den Wald. Oder durch das Gedenkinstitut. Okay. Ja, hätte ja sein können. Hätte ja sein können.
Aber da war jemand. So, da ist sie vom Haken gezupft. Wie sich die anderen alle schon geheilt haben. Das ist ziemlich doof. Hier ist jemand gerannt. Hey! Ja, du bist selbst schuld, wenn du hier lang rennst. Hä? Peach! Ja. Das muss man nicht verstehen. Das war ganz normal tatsächlich. Hä? Ja. Standest du einen halben Kilometer weiter weg? Nein. Au. Oh. Das war normal. Und damit hätte ich rechnen müssen. Die Fahrtspuren haben genau bei der Palette aufgehört. Ja, du kannst dich natürlich gern da hinten verstecken, aber wenn ich dich dabei sehe, ist das ziemlich doof von dir. Musst du zugeben. Nee, will sie glaube ich nicht. Ja, guck mal, dann kriegst du gleich den hier. So. Sitzt, passt, wackelt, hat Luft. Naja, ich glaube Luft hat noch nicht mehr so viel. Doch, Luft hat's noch. Es hat wahrscheinlich nicht mehr lange Luft, aber noch hat's Luft. Problem ist, dass die Dinger so weit auseinander stehen. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll zu suchen. Ich glaube hier. Komm mal her, hm? Piep, piep. Ist gepiept. So, Hoffnungszeit, Hoffnung ist auf 2. Wir hätten sie schon auf 3 haben können, wenn ich mich von Bill ferngehalten hätte. Wir hätten schon die One-Hits gehabt, aber nein. Ich musste ja unbedingt... Und wie ist die schon so schnell geheilt? Die ist doch gerade erst vom... Naja. Keine Ahnung. La 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 la. Keine Ahnung. Da ist jemand. Hab ich gesehen. Da ist auch jemand. Hä? Ja, das habe ich gesehen, aber vorher ist ja die Palette umgefallen. Das heißt, die müssen zu zweit gewesen sein. Lass mal ein Totem. Hä? Hier hat doch jemand ein Totem gemacht. Ist das der Haken? Ja, ja, ich glaube, das ist der Haken. Klingen die Haken so eklig? Anscheinend. Das wusste ich gar nicht. Da sind Kratzis. Guck mal hier, hm? Kleiner Generatormann. Da ist er. Ja, da ist er. Ja, ja. Quietsch. Netter Versuch, aber die Palette ist noch da. Und er liegt noch. So, guck mal hier. Oh, Mützchen. Ich muss mich mal beschweren. Das muss ich noch machen. Dass ich es echt schade finde, dass jetzt, wo das Endgame eingeführt wurde, dass man jetzt mit den Mützen durch das Ausgangstor gehen kann. Jetzt lohnt es sich absolut nicht mehr, die Mützen fürs Endgame aufzuheben. Das ist einfach komplett sinnlos. Ich frage mich, wie die Leute die dann im Nachhinein abkriegen. Gute Frage. Gar nicht, die lassen die einfach drauf. Modisches Accessoire. Mhm. So. Wisst ihr übrigens, was wir haben? Aufgezehrte Hoffnung. Auf Stufe 3. Mal hier, mach das weg. Das ist echt dieser Haken, der so ekelhaft klingt. Aber ich glaube, das ist nur der, oder? Ja, die anderen klingen nicht so. Ich frage. Da hinten sind Kratzis. Habe ich gesehen. Ich frage mich, was das ist. Also, warum dieser Haken so ekelhaft klingt. Weil der ekelhaft ist. Der ist ins Klo gerannt. Ins Klo? Ja. Oh, pass. Oh, kein Klo. Der klingt auch so eklig. Ach, der ist noch nicht an. Aber fast. Das finde ich nicht gut, Bill. Dass du hier einfach meinen Generator anmachen willst. Dafür gibt's ein Mützchen. Ja.
So. Schön auf diesen ekelhaft klingenden Haken. Flups. Schrei nicht so laut. Genau so hat sich das angehört. Ah! In eine Nebelkrähe. Was habe ich gesagt? Entschuldigung. Ihr versteht, warum Lizzys Hals nicht besser wird? Sie guckt mich böse an, aber sie weiß, dass ich recht habe. Sie will es sich nur nicht eingestehen. Und sie will auch nicht zugeben, dass ich recht habe. Du hast nie recht. Eben. Leute! Ach, da hinten. Ich wollte gerade sagen, Leute, wo seid ihr denn? Da! Hi, Fangmin! Naja, du mit deiner scheiß Palette hier. Sie liebt die Palette. Oh, das ist der andere. Das ist Fangmin? Ja, ich häng irgendwo fest. Da hinten ist sie lang. Na, da. Da war ein Bill und da ist der Sniper. Hallo. Er hat die letzte verdient. Ja, wie gesagt, ich weiß eh nicht, was ich damit machen soll. Warum ich sie aufheben sollte. Früher habe ich es aber so gemacht, dass jeder immer eine gekriegt hat. Und, ja, ansonsten... Ihr seid doof. Denn gerade? Keine Ahnung. Ach, das war ein toter Bill. Hey. Hallo, mach doch mal. Hallo? Trage ich dich halt ein bisschen weg und probier's dann nochmal. Das war irgendwie komisch gerade. So. Ich kann den nicht umbringen. Hä? Ich kann ihn nicht umbringen. Was er hoffe vielleicht? Ich kann ihn nicht... Och, leck mich doch. Weißt du, was eine Scheiße. Da hat man aufgezerrte Hoffnung voll und dann kann man den Typen nicht umbringen. Das war gemein. Das ist total beschissen. Ja, ja, du mit deiner scheiß Palette, ich weiß. Ich weiß doch, Fangmin. Da hast du nicht schnell genug geschalten, das weißt du selbst. Die kann ich auch nicht umbringen. Was ist denn das für eine Bug-Scheiße gerade? Das ist traurig. Ich meine, ich kann zwar die Leute immer noch one-hitten und das ist ziemlich geil, aber wir hätten schon zwei tot. Also zwei zusätzlich zu krass. Das ist nervig. Das ist traurig. Das ist total beschissen. Also, Entwickler, wenn ihr das seht, bitte was dagegen machen. Ich will mit dem Schwein und aufgezerrter Hoffnung bitte wieder Leute ermorden können. Einer ist tot. Ja, die wollte anscheinend nicht mehr. Die Frage ist, ob sie Hellforce rechtzeitig runterhelfen. Ob er Hellforce rechtzeitig. Vielleicht kannst du es jetzt. Schön wär's. Hä? War das nicht hier? Nein, da ist doch, sind doch immer Soundkulissen in dem Ding. Hä, nein. Will hat... Ich bin ja nicht doof. Komm, kann ich dich jetzt ermorden? Nein. Kann ich nicht. Was ist denn das für eine Kacke? Entwickler, bitte dringend ändern. Also, du bringst mir nichts, aufgezerrte Hoffnung auf 5 zu haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist sinnlos. Warum finde ich eigentlich schon wieder Bugs? Weiß ich nicht. Und was ich mich eher frage, warum hat niemand dieses Totem gefunden? Das ist eigentlich so offensichtlich. Ja, das ist korrekt. Tschüss, Luke. Damit. Ich brauche doch keine. Alter Lupenbuddy. Die Sache ist, der Typ hat ja nicht mehr... Ja, ihr wisst schon. Der Typ muss seine Mütze ja nicht abkriegen. Er muss nur noch das Ausgangstor öffnen. Und einfach rausrennen.
Nein. Ich find's schade, dass die so weit auseinander sind. Da kann ich gar nicht so richtig campen. Aha. Ja, was soll ich denn machen? Soll ich quer durch die ganze Map rennen? Ja, nee, macht keinen Sinn. Ciao, Kumpel. Tschüss. War nett mit dir. Spaß. Und da konnte er einfach rausrennen. Ja, weil die Ausgangstore zu weit auseinander waren. Das ist auf Larrys echt immer... Witzig wäre es jetzt bloß, wenn er in der nächsten Runde mit der Dings starten würde. Mit der Kopf-Dings. Aber wieso das? Ja, das würde keinen Sinn ergeben. Aber dadurch, dass er hier rausgekommen ist, weißt du, und dann läuft er weiter in die nächste Map und da hat er das Ding dann noch auf. Das würde nur Sinn ergeben, wenn die nächste Map auch ein Schwein hätte. Das stimmt. Und wenn nicht, dann ist er halt direkt tot. Das ist ziemlich scheiße. Aber das wäre mega witzig, wenn die das einbauen würden. Das ist dämlich. Boah, ich finde das geil. Das ist total bescheuert. Tja, ich würde sagen, krankheitsbedingt war das die letzte Runde für diese Folge. Na, guck erst mal auf die Uhr. Ich guck auf die Uhr? Die Uhr sagt, das waren jetzt 14 Minuten. Hörst du auf zu husten? Entschuldigung! Das waren jetzt 14 Minuten, das andere waren 11 Minuten, wir sind bei 25, das muss reichen. Und okay. Ich habe gerade gesehen, dass du die DBD-Videos gerendert hast. Was? Hab ich das? Hast du. Entschuldigung? Ja, ja. Der Frau braucht man echt nichts zu sagen, die macht sowieso das Gegenteil. Stimmt doch gar nicht. Solange das Gegenteil dem entspricht, was sie selber will, natürlich. Naja, jedenfalls, Entwicklerteam, bitte einmal auf gezerrte Hoffnung beim Schwein reparieren. Das wäre sehr nett. Und ich finde es echt schade, dass man jetzt rausgehen kann, ohne die Mütze vom Kopf zu nehmen. Das ist, ja, langweilig. 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 Ja, damit ist das Schwein quasi nutzlos. Wir haben einen Typen von so einer Maschine weggekriegt. Das heißt, offiziell brauchten wir für eine Aktion in diesem Spiel das Schwein. Yay. Ansonsten haben uns die ganzen Mützen nichts gebracht, außer Punkte. Deswegen ist es, naja. Wie gesagt, ich finde das Schwein jetzt inzwischen ein bisschen langweilig. Mit der Kombination, die wir hatten, konnten wir sie ganz gut spielen, aber wer bin ich denn schon? Ich bin ja nur ein Typ, der hier DVD spielt. Guck mal. Also, Leute, wünscht euch wieder, wenn ihr alles sehen wollt. Wir haben den Fallensteller, den Geist, den Hinterwäldler, die Krankenschwester. Seit wann klicke ich eigentlich auf die Typen drauf? Keine Ahnung. Den Doktor, die Hexe, den Wandler, die Jägerin, den Kannibalen, den Albtraum, das Schwein, den Clown, die Seuche, die Legion und das Gespenst. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Schreibt in die Kommentare, dass Lizzie endlich wieder gesund werden soll und dass sie sich deswegen ein bisschen zurückhalten soll mit Sprechen. Nee. Und natürlich auch, wen ihr sehen wollt, müsst ihr auch in die Kommentare schreiben. Und dann bedanke ich mich fürs Zusehen und wir sehen uns hoffentlich ja, entweder in der nächsten Folge von DBD Schlachtfest oder bei einem anderen Let's Play. Tschüss! Tschüss!